Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Dungeon Defenders Awakened. Das ist jetzt eine Beta-Version. Das ist so quasi ein Remake. Naja, mehr als ein Remake des ersten Teils von Dungeon Defenders. Create a Hero. Das sieht aber nicht optimal aus. Auflösungsmäßig. Wir fangen mal mit dem Apprentice an. Beginner. Grandpa. Eher nicht Grandpa. So. Ups. Okay, das sieht schon besser aus. Cool. Da kommen sofort Erinnerungen hoch. Open Matchmaking. Campaign. Difficulty easy. Okay, los geht's. Old ones. An ancient evil as old as time itself sought to bring chaos and calamity to the world of Etheria. Through sheer force of spirit, heroes banded together and prevailed against the relentless army sent to destroy their home. In their victory, these heroes trapped the Old Ones in Eternia crystals, keeping them at bay. Over time, new threats emerged to free the Old Ones, getting close but never succeeding thanks to the heroes of Etheria. Now it's up to you to protect the Eternia crystals and keep Etheria safe. Defenses, okay. Oh, das ist jetzt eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich würde eigentlich wirklich gern, es tut mir leid, aber ich würde ganz gerne hier irgendwie Private spielen. Also wirklich mal ein neues Spiel starten. Das ist hier das... muss ich Custom sagen? Ah, okay. So, Video Game. Keine Ahnung. So. Prepare your defenses. So. Also, wie gesagt, es geht darum, den Kristall zu beschützen. Das ist unsere Hauptaufgabe. So, was haben wir oben? Wave 1 von 5. Unten Level 1 sind wir, haben 111 Health, 250 Mana. Mit der linken Maustaste habe ich den normalen Schuss hier. Mit der rechten Maustaste. Okay. 1 ist. Okay. Und 3 dürfte heilen sein. So, go to enter build phase. Wir sehen, das ist die Map hier. Wir sehen, hier kommen die Gegner raus. Bewegen sich dann zum einen hierhin und hierauf und zum anderen dasselbe auf der anderen Seite. Das heißt, ich muss jetzt versuchen, mit 4 hier zu blocken. Und das ist ein Block Tower, nehme ich an.
Und ich kann hier mit dem ersten Klick wähle ich die Position aus, mit dem zweiten kann ich hier noch rotieren. So sieht das aus. Wo sehe ich eigentlich? Ich habe 120. Machen wir hier noch zur Sicherheit. Keine Ahnung. Wir haben noch so viel. 100. Es ist ja dann auch später so, dass das auch von hier hinten, von dieser Tür, welche kommen. Und von dieser Tür. Und von dieser Tür und von dieser Tür da hinten. Also bereiten wir uns darauf auch schon mal vor. So, okay. Und jetzt geht's los. Und wir werden hier kräftig mitfeuern. Sind naturgemäß noch nicht wirklich problematisch. So, hier sollten wir auch schon langsam. So, somit haben wir die erste Phase überstanden, ein Level aufgestiegen und haben den zweiten Tower freigeschaltet. Den werden wir jetzt mal einen hier hin. Der kostet schon 40. Und da machen wir aber gleich mehr. So. Und hier auch noch einen zweiten. Hier hin. So, oh, hier haben wir eine Truhe. Okay, hier ist Loot. Und kann ich das jetzt auch gleich anlegen? Also haben wir ein bisschen Armor. Okay. Das ist nett. Der schießt auch ein wenig anders. Oh, jetzt habe ich nicht geschaut. Okay, jetzt kommen sie aus den seitlichen Türen auch schon. Oh, der macht gut Schaden. Das ist cool. Aber jetzt schauen wir mal, was unsere Türme hier machen. Die machen das ganz gut, würde ich sagen. Oh, sind irgendwo noch 5? Okay. Jetzt kommen von hier 3, 2 und 14. 3. Die 2 sind die Fernkampftypen. 9 Power. Mit F rüste ich es gleich aus. Ja, genau. Mit E lege ich es ins Inventar und mit F rüste ich es gleich aus. Wie gesagt, nachdem später auch noch hier Gegner kommen, werden wir hier ein bisschen rüber.
Und wir können auch noch, ich weiß nicht, ob das jetzt schon geht. Warum kann ich den nicht? Ja. Mit Q Upgrade Magic Missile Tower to Level 2. Achso, ich habe keine 100 mehr, darum geht das nicht. Okay, der ist jetzt Level 2. Wo sehe ich das? Ah, hier ist so ein kleines, ein kleiner weißer Balken, okay. Schauen wir mal. Ja, macht. Der macht auch gut Schaden. Ah, und es hat jeder Charakter, das war glaube ich beim ersten auch nicht so, hat einen Double Jump erhalten. Habe ich das gesagt schon? Ja, also das ist jetzt die Map aus dem, die erste Map aus dem ersten Dungeon Defenders. Ah, und hier droppt auch so Loot. Und wenn ich das jetzt nicht aufhebe, ist es dann in der Kiste, glaube ich. So, hier. Mit der Taste R kann ich auch reparieren. Nichts nötig im Moment. So, eins will ich jetzt auch noch ausprobieren. Ob sich diese Kristalle... Ah, die bleiben liegen. Okay. Also die kann ich dann noch einsammeln. Das ist auch okay. So, und jetzt ist es so, dass hier auch gleich ein richtig dicker daherkommt. Und auf der anderen Seite drüben auch. Das heißt, wir werden hier einen upgraden und hier den hier. So, das ist meine Kiste wieder. Lightning Damage. Mir gefällt meiner eigentlich im Moment. Schauen wir mal. Die haben keine Chance. 113, das heißt, ich könnte jetzt noch einen upgraden. Das machen wir hier. Und während der Kampfphase dauert das auch eine gewisse Zeit. Richtig viele. So, mal schauen, wenn ich wieder 100 zusammen habe. Der ist auch schon hinüber. 100 hätte ich wieder. Hier nicht mehr. Der hier ging noch. Sind richtig viele. So, eine ist noch übrig. Hier. Okay. Okay, Hero Level 9. Dann kann ich erst auf einen Tower auf Level 3 aufrüsten. Gut. Das heißt, wir bauen hier einfach noch einen. Hierhin. Gleich einmal aufrüsten. Und auch noch einen hierhin. Und ebenso einmal aufrüsten.
So. So, ansonsten. Letzte Wave. Den machen wir wieder so. Der hat keine Chance. Nicht mal zwei. Wir könnten jetzt auch die Barriere upgraden, dann wird sie auch gleichzeitig repariert. Glaube ich, ja. So, die Großen hier haben nichts zu melden. Ups. Jetzt habe ich den falschen abgebildet. So, einmal kurz durch. Und hier auch noch mal kurz aufgesammelt. Das war's schon. Sammeln. Hier ist noch was. Gut. Map Summary. Level 4. Total XP. Auf Easy. Jetzt können wir wieder in die Taverne. Und normalerweise war hier jemand, wo ich die Sachen verkaufen konnte. Da ist aber noch. Das sieht noch ziemlich unaufgeräumt aus und außerdem ist auch noch keiner hier. Und hier stand immer so ein Gerät zum Helden wechseln. So, wir machen wieder ein Private. Es ist auch egal, wie es heißt. Und das ist jetzt eine komplett neue Map. Soweit ich weiß. Und jetzt? Schauen wir nochmal. Ah, jetzt, okay. Soweit ich weiß, gab es doch im 1er und auch im 2er eine Minimap. Jump Primary, Interact, Secondary, Item Comparison. Das ist auch noch Left Shift, okay. Das ist auch noch ganz Tactical Map. Tab, okay. Tabulator. Ah ja, ah, das ist auch eine coole Map. So, man sieht hier, wir haben einen Kristall zu verteidigen. Ja, und wo kommen die zu Beginn her? Ach so, jetzt. Hier kommen 1 und 4, hier kommen 1 und 4, hier kommen 1 und 4. Und das dürfte es gewesen sein. Die kommen hier rüber, die kommen hier und hier. Das heißt, hier kommen sie zusammen. Das vergesse ich jetzt vorerst mal. Haben wir hier zwei und hier auch zwei. Und hier noch, weil hier mehr kommen, B
ein bisschen ein Schild. Okay. Da müssen wir aber sicher ein wenig mithelfen. Ach, ich bin schon wieder total im Flow drinnen. Das erste habe ich heiß geliebt, das zweite habe ich leider, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grund, gar nicht so lange gespielt. Aber das erste habe ich richtig lang gespielt. Kommen noch irgendwo welche? Hier nicht? Ah, hier. Hier kommen dann noch welche, okay. Aber wir können schon mal... Zeit ist... Da können wir... Zeit haben wir. Können wir ein bisschen hier bauen. So. Also mit dem Stab haben wir... Okay, da ist nichts. Mit dem Stab haben wir kein Problem eigentlich. Der macht zu viel Schaden. Das sollten eigentlich die Towers auch schaffen. Wunderbar. So. Hier gibt es die Kiste. Left Shift? Nicht wirklich. Gut. Eins noch. Steht ein wenig weit hinten. Ein dritter. Vielleicht noch ein vierter. Ich hoffe, es kommt sonst nirgendwo was her, aber es sieht gut aus. Sieht gut aus soweit. So. Achso, keine Kohle mehr. Ups. Sich dann auch die Kristalle aufheben. Also easy ist wirklich easy. Da könnte man eigentlich ruhig auf normal spielen. Der hier ist eigentlich total umsonst. Den machen wir hier hin. Und auch den hier platzieren wir neu. So. Okay. Sieht es hier drüben aus? So, mit denen werden sie schon fertig. Die Fernkämpfer, die machen ein wenig Probleme.
So, drei sollten noch kommen. Oh! Und die sollten wir nach Möglichkeit genau vorher treffen. Weil die machen Schaden. Stopp! Ja, hier sieht man es, die machen richtig Schaden. Da sollten wir vielleicht vorrangig mal die hier aufrüsten. So, Wave 3 von 5. Da werden wir wieder selbst Hand anlegen. Wenn wir 100 haben, dann werden wir den hier aufrüsten, damit der auch wieder repariert ist. Vielleicht wenn ich mithelfen hier. Okay. Oh je. Zünden lassen. Das heißt, hier sind auch sicher welche. Genau. Sehr schön. So, jetzt können wir hier. Sollen wir upgraden? Ja. So, es wird schon etwas heftiger. So. Und aufgestiegen. Hier sieht man auch jetzt nicht auf dem ersten Blick, ob was wirklich besser ist. Hier können wir ein bisschen Attack und Charge Rate machen wir. Nehmen wir uns den mal zum Beispiel. So. Hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Das heißt, wir könnten die upgraden. Und einen hier. Und Wave 4 von 5. Vielleicht noch ein wenig reparieren. So. Die sind groß. Okay. Den werden wir auch gleich ausschalten. Na komm. So. Da mogeln wir uns durch und schalten den gleich aus. So, gleich rüber und hier mithelfen. Okay.
waren schon richtig viele. 50 sind es noch. Und Achtung, so ein Kamikaze-Typ ist auch wieder dabei. Das heißt, schnell auf die andere Seite. Da wird es ähnlich aussehen. So, einmal und zweimal. Wunderbar. Ein wenig ausdünnen. Vor allem die Fernkämpfer. So, 100 werden wir jetzt nicht mehr zusammenkriegen. Diese beiden nur noch. Zack. So, ein Oger ist dabei. Der ist hier. Ganz oben. Das heißt, upgraden. Zeug aufheben. Und jetzt bin ich gespannt. Hier liegt auch noch was. Und hier. Was mit dem passiert? So, hier ist jetzt der Oger irgendwo. Beziehungsweise kommt dann. Wir hier tatkräftig mithelfen. Oh. Komm raus. Ab jetzt kann er getroffen werden. Okay. Dann werden wir da drüben nochmal. Oh. Das wird viel. Oh, das ist nicht gut. Jawohl. Das geht noch. Der Oger ist noch nicht unterwegs. Da ist jetzt auch noch nicht so viel. Da hinten ist er. So, kurz noch hier. Schauen, dass hier alles passt. Und dann widmen wir uns dem Oger. So, das könnte funktionieren. Jetzt geht's hier zum Oger. Autsch. Oh, der richtet richtig Schaden an. Im Gegensatz zu mir. Ich mache nicht wirklich viel Schaden. Okay. Aber die Türme, das, die machen das ganz gut. Oha. So, upgraden. Und ein wenig helfen. Beziehungsweise hier drüben. Uiuiui. Hier drüben. Ist, glaube ich, dringender. Glaube ich, dringender. Sehr gut. Und da sind es nur noch 4 Gegner. Die sind alle hier. Und geschafft. Yay. Level up. Den rüsten wir gleich aus. Okay, den rüsten wir gleich aus, wenn ich ihn erwische. So, hier haben wir noch was. Handschuhe. Und normalerweise war es immer so, glaube ich, dass die Sachen, die hier
liegen, dass die dann auch automatisch aufgesammelt werden. Schauen wir mal, jetzt sind 5 hier auf der zweiten Seite. Gehen wir zur Tavern. Nö, okay, der sammelt nichts auf. Okay. Aha, da können wir nach Qualität sortieren. Und nur um zu zeigen, dass ich nicht gut bin, sondern easy wirklich nur easy ist, werden wir hier das erste Level nochmal auf hart versuchen. Und jetzt zeigt es sich. Wir werden es allerdings, glaube ich, trotzdem so machen. Hier. Oh, okay, so. Hier eine Defense und hier einmal zweimal und dasselbe hier. So. Vielleicht ein wenig so. Ah ja, und das dazu reicht's nicht mehr. So. Ja. Hier, der hat schon richtig viel Hitpoints. Das ist nur so ein kleiner. Eigentlich sollte ich hier drüben mithelfen. Weil hier habe ich nur einen Turm. So, gleich hier drüben. Puh, ja. Das ging gerade noch. Ein zweiter kann nicht schaden. Und hier einmal upgraden. Das heben wir uns einfach auf. Und hier beginnen wir einmal. Und vielleicht hier noch einen weiteren. So. So, mal auf der auf der drüben Seite. Da ist Not am Mann. Das war notwendig. Das wäre auch hier jetzt notwendig. Die spazieren schon durch. Oha. Puh. Jetzt habe ich schon ein Problem. So, hier eine Barriere, die einmal abgegradet wird. Einer.
und auf jeden Fall vielleicht hierhin noch ein zweiter. Aber ich glaube, ich fürchte, das war's für mich. So, hier ein bisschen mithelfen. Der ist cool. Mit Cooldown 20 Sekunden ist leider viel. Aber dafür haut der richtig rein. So, das könnte sich noch ausgehen. Das sieht sogar ganz gut aus. F5? Warum 5? Wo sind... Hier ist... Oh, hier ist... Sind noch ein paar. Puh! Wave 4 sogar. So, jetzt... Spätestens jetzt brauche ich hier auch was. Und hier auch auf jeden Fall. Und upgraden. Und das war's schon wieder. So, wir kümmern uns gleich mal um den Großen. Zumindest versuche ich's. Ja, sehr gut. Das gleiche muss ich aber jetzt auf der anderen Seite auch noch machen. Boah, der ist schon hier. Oh nein. So, hier. Boah, hier ist aber... Eieiei. Der Double Jump ist aber ziemlich cool. Oh, da ist schon einer durch. Das heißt einer. Souverän, würde ich sagen. Das ist so schlimm. Der hier. Den hier müssen wir auf jeden Fall upgraden. Was auch für die Barriere gilt. Sieht ähnlich aus. Achso, die Barriere ist schon. Die müssen wir nur reparieren. Oh, die sind alle schon. Der ist noch nicht. So, das war's schon wieder mit dem Geld. Ich könnte maximal noch das noch einen herbauen. Vielleicht hierhin, falls hier welche durchkommen. Also was heißt falls? Es wird auf jeden Fall passieren. Weil jetzt, also dass ich diese Wave noch schaffe, das halte ich für ziemlich unwahrscheinlich. So, hier ein wenig mitgeholfen.
Auf den Rest hoffen wir, weil wir müssen hier dasselbe tun. Oh, hier ist hier unten auch schon einer. Da werden wir uns hier reinstellen und... Oh. Das geht sich nicht aus. Der ist durch. Sehr gut. Der zweite beschäftigt sich noch mit allerlei Dingen. Okay. So. Das könnte sich ausgehen. Ich glaub's nicht, das geht sich aus. Aber nur mit viel Schwitzen. Puh. Das gibt dann auch richtig guten Loot. Okay. Coole Sache. Schade, wie gesagt, dass ich noch nichts verkaufen kann hier. Oder kann ich das? Ich kann es nur discarden. Ja, da bekomme ich nichts. Aber ich Geld bringt mir auch noch nichts, wenn ich das auch nicht upgraden kann. Ja, gut, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.